Ja, das ist natürlich auch schwierig. Schwarze Amur, Goldschleie und Lederkarpfen. Und das alles zusammen in einem Turnier, das haben wir heute ausprobiert. Und es war gar nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz funktionieren diese Fische gerade tatsächlich am Bärensee und das mit relativ kleinen, simplen Ködern, die immer wieder funktionieren. Sowas wie zum Beispiel Johannisbeere. Johannisbeere, schwarze Johannisbeere. Das läuft gerade. Ja, und ich habe jetzt gerade rumprobiert, also die ganze Zeit ohne Futtermische und habe mir gedacht, komm Alden, jetzt aber mal schön Futtermische reinschmeißen. Und zack, geht es auch schon ein bisschen besser los und noch zielgerichteter. Das ist jetzt erst das dritte Mal, dass ich jetzt das Futter auswerfe innerhalb jetzt der letzten 4-5 Minuten. Also gar noch nicht so lange. Es wirkt jetzt quasi erst so langsam. Der Spot ist eben vorher hat er schon funktioniert und jetzt läuft es doch noch ein bisschen besser. Wir haben verschiedene Spots heute probiert am Bärensee. Die klassischen drei. Es gibt ja eigentlich nur drei. Traurigerweise. Drei wirklich gute, die immer wieder funktionieren. 55, 31, 44, 50 und 55, 63. 17 Meter hier unten, 21 bis 25 Meter hier und hier 20 bis 22 Meter auf dieser Position. Also das sind diese drei Spots, funktionieren eigentlich immer oder einer dieser Spots geht immer. Wenn man Bock hat aufs Karpfenangeln, ist schon ziemlich safe. Hier kann man hingehen mit relativ leichtem Setup. Was gerade richtig gut funktioniert, ist, ja, wie gerade schon gesagt, schwarze Johannisbeere, 15. Ganz kleine Boilies. Also die kleinen Boilies, 2,8 Gramm, wirklich die ganz kleinen. Und dazu das Maiskorn. Schwarze Johannisbeere, ich habe zweimal schwarze Johannisbeere auf den Routen. Also Route 1, Route 2 schwarz, Route 3 gelbe Johannisbeer-Maiskorn. Und ja, das ist jetzt so, ne, mit Johannisbeer-Dip natürlich, das ist die Kombination. Überall einen 1er Haken drauf reicht mir gänzlich, denn mein Zielfisch ist ja neben Schuppenkarpfen, Karausche ist jetzt nicht unbedingt ein Zielfisch, schwarze Amur, Lederkarpfen, Goldschleie. Ja, Goldschleie ist schon ziemlich nice. Super selten. Also wirklich sehr selten, dass das nur normal selten ist, ist ja schon ein Dingen. Also wirklich selten das Teil. Und ja, mit 1,4 Kilo ist das doch gar nicht so verkehrt auf schwarze Johannisbeere 15 und schwarze Johannisbeer Lila. Gerade auf dem ersten Setup gefangen, noch eine Karauschen-Trophy. Ja, aber eben auch Lederkarpfen hier mit dabei. Also ich sag mal, mit der Kombination, ne, diese Fische in einer halben Stunde jetzt, damit hätte ich safe das Turnier gewonnen. Hatte ich aber nicht, weil ich genau die anderen Spots probiert habe. Und dann war am Ende kaum noch Zeit für diesen Spot. Aber auch während des Turniers wurden hier an der Stelle schon diverse Brocken gefangen. Und ich glaube auch, ja, doch, wir hatten alle Turniere, alle Fische im Turnier drin. Und es funktioniert hier. Wohin werfen wir? Also, wenn wir hier sind, 55, 63, quasi hierhin. Hier drüber, über das Grün. Hier vorne zuppelt es ja, das heißt, ich werfe gleich eh nochmal wieder aus. Und dann gucken wir uns das gerade nochmal eben an. Wie gerade schon gesagt, einfach hier nur auf 21 Meter eben rausgeworfen. Und dann ist das gut, denn wir haben hier in dem Bereich, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, in verschiedenen Videos, eine Muschelbank. Und so Muschelbänke sind immer wieder ein ganz guter Bereich, eine gute Area, um da vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Frequenz hinzukriegen. Vielleicht sind das so Futterspots, ja, wo auf jeden Fall dann eher noch mal Karpfen sind. Die Futtermische, die ich jetzt gerade reingeschmissen habe, die ist jetzt noch mal tendenziell eher auf Schleie ausgerichtet. Also schon eher eine Schleienfuttermische. Wir gucken da auch gleich noch rein. Puh, genau so eben raus.
Und ja, ich denke schon, dass das auch Sinn macht, wenn man hier die Goldschleie sucht. Also mindestens mal die Original-Schleien-Mische mit reinzuwerfen und zu gucken, ob hier dann auch wirklich die Schleie reingeht. Oder, tja, dann eben eine zu machen, die eben dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr auch darauf abgestimmt ist, wie die Köder aussehen. Heißt also, im Idealfall kombinieren wir jetzt hier sowas wie eine Schleienfuttermische plus Johannes. Also, schwarze Johannisbeere. Können wir gleich mal eben machen. Wir gucken einfach mal eben rein in die normalen Standardfuttermischen. Und dann haben wir ja hier die vorgegebenen. Hier unten haben wir Schleie. Und die besteht ja auch nur aus, eigentlich nur aus einer Komponente, ne? Das ist ja wirklich nicht viel. Mais als Basis, Paniermehl ist drin und Hanfsamenöl. Hm, ja, das könnten wir jetzt quasi so einfach verwenden. Wenn wir jetzt also ein Bällchen nehmen, das Schöne ist, da wir ja hier nur auf 21 Meter sind oder 20 Meter, können wir auch hier von der Basis her sofort mit dem Bällchen anfangen. Man muss kein PVA haben. Dann haben wir hier Paniermehl. Das nehmen wir natürlich auch noch eben mit rein. Und dann nehmen wir hier aber jetzt keine Hanfsamen, sondern wir nehmen jetzt hier Johannes, denn wir angeln ja jetzt mit Johannes. So, und dann gucken wir nochmal weiter mit dem Johannes. Der Johannes, da ist er, zweimal noch. Einmal und zweimal. Das sind die Feed Pellets, einmal in 5 und in 8. Ja, und was adden wir jetzt hier? Wir haben Mais, wir haben Paniermehl, wir haben Johannes. Entweder gehen wir nochmal in Richtung Hanf und nehmen extra nochmal Hanf mit rein. Durchaus eine Option. Hanfsamen Feed Pellets, magischer Hanf und würziger Hanf wäre eine Option. Oder, weil wir ja eh schon so auf Mais unterwegs sind, adden wir hier einfach nochmal Mais. Und dazu kommt, wir haben ja auch noch Mais als Pop-up mit dabei. Und dementsprechend bin ich dann eher bei Mais. Also, wenn wir doch sagen hier, wir haben auch schon Mais an dem Köder mit drin, dann haben wir hier also Schleie. Da haben wir sie, die Schleie. Machen wir einfach mal Bärensee. So. Und dann machen wir hier aber plus Johannes. So. Und dann haben wir das. Anfertigen. Und raus damit. Zack. So ist das gut. So ist das schön. Und die nehme ich jetzt. Hoppala. Und die werfe ich auch gleich nochmal raus. Denn das PVA ist jetzt gleich durch. Und wir gucken natürlich auch gleich nochmal in das PVA rein. Sehr schön. Nächster Spiegelkarpfen, gutes Gewicht. Zack, locker raus. Und hier der nächste Kandidat. Gucken wir mal, was da noch reingeht. Also deutlich bessere Frequenz auch auf den lilanen. Lila weit vor gelbem Maiskorn. So. Und bevor jetzt hier aber auf dem gelben Maiskorn gleich die Futtermische abgefressen wird, gucken wir mal direkt nochmal rein. Das ist die Futtermische, die ich drin habe. Also, ihr seht auch wieder hier ganz normal mit dem Mais. Auch hier die Feed Pellets. Nochmal Mais. Und jetzt allerdings das Ganze mal ein bisschen größer gemacht. Und zwar mit schwarze Johannisbeere Boily geschreddert. Ist egal, welche Größe der Boily hat. Nach dem Schreddern sind alle Partikel gleich. Ist also egal, ob du einen 20er Boily nimmst, einen 10er Boily, einen 25er Boily. Am Ende ist alles gleich groß. Es sind recht große Partikel, die man jetzt mit drin hat. Dementsprechend muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Futtermische hier verwendet, damit das nicht überfüttert ist. Aber ich sag mal so zwischen 10 und 15 Bällchen. Hier sind ja immer zwei Bällchen drin. Also zwischen 100 und 150 Gramm. Ein Bällchen hat 10 Gramm. Wie gesagt, hier sind zwei Bällchen drin. Dann reicht das auch für den Anfang und dann vielleicht so alle 12 Stunden nochmal 2, 3, ja, oder sagen wir mal 4, ich sag mal so 40, 50 Gramm vielleicht nochmal nachwerfen und dann ist das doch ganz okay. So, das ist das PVA. Jetzt aber mal eben rausziehen. Den Brocken, mal gucken, was wir hier haben. Und dann schmeiße ich auch gleich nochmal zwei Bällchen. Na, hat so schön geleuchtet schon wieder. Lederkarpfen. Auch wieder gut. Ja, selten und gut.
So, raus damit. Ich habe jetzt, wie gesagt, 100 Gramm erst drinne von der Futtermische. Und jetzt gucken wir mal eben nach. Da ist er. Bärensee Johannes benutzen. Und jetzt werfen wir natürlich bei voller Energie, vorher noch mal ein bisschen was trinken, bei voller Energie werfen wir jetzt aus, ein bisschen hochwerfen, zack, damit wir eben auch hier die 20, 21 Meter schaffen. Also zack, zack, zack. Ich werfe noch mal so 4 Stück rein. So, das reicht auch. Und dann hat das eben hier so einen schönen Wirkradius, 2,5 Meter Radius um den Einschlagplatz herum. So, einpacken. Und jetzt hoffen, dass da noch ein bisschen was reingeht. Ich gucke jetzt nochmal schnell natürlich ins Café, was das Ganze denn hier jetzt so gebracht hat, was die Fische denn so wert sind. Da sind wir auch schon am Fischmarkt, nicht am Café. Und wenn wir nach Preisen sortieren, da sehen wir es natürlich. Bam, 1,4 Kilo Goldschleie. Puh, 31 Silber, passt. Lederkarpfen aber auch richtig gut, 24 Silber. Für so ein 10 Kilo Lederkarpfen. Na gut, so eine Trophy ist selten. Ein schwarzer Amur ist auch recht selten. Und ansonsten passt das aber auch schon mal ganz gut hier. Halbe Stunde, 200 Silber. Ist okay. Wie gesagt, anfangs eher mit oder ohne Futtermische. Und dann mit der Futtermische, wenn es dann richtig in Richtung Schleienfuttermische geht, also schön maislastig, wie gerade schon alles beschrieben, dann fängt es auch richtig an. Toi, toi, toi. Dass da überhaupt eine Goldschleie reingeht, wenn du es ausprobierst. Goldschleie, immer dran denken, es ist wirklich sehr, sehr selten, dass die reingeht. Man braucht schon wirklich viel Glück, dass so ein Ding mal reinballert. Aber deswegen muss man es eben auch immer wieder probieren und hoffen, dass dann da die Schleie auch irgendwann mal mit dabei ist. Als Trophy vielleicht, das wäre doch der Oberhammer, ne? Schön 4 Kilo. Trophy Goldschleie nimmt man doch gerne mit. So, dementsprechend, ich teste jetzt hier weiter. So schön nebenbei immer noch ein bisschen weiter angeln. Und irgendwann ist einfach die Trophy dabei. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Und freitags immer Wettangeln. Schön auch im Low-Level-Bereich, dass da jeder mitmachen kann. Petri Lümmels.